Die Voraussetzung für einen Bundeskanzler sollte sein, dass dieser ein Bundestagsmandat hat, findet zumindest Armin Laschet. Der CDU-Chef sagte, dass ein Regierungschef auch Mitglied des Parlaments sein sollte. Er persönlich hat keins und will sich erst nach der Kür des Kandidaten mit dieser Frage beschäftigen. Auch CSU-Chef Markus Söder besitzt ja derzeit kein Bundestagsmandat. Mit ihm will Laschet die Kanzlerkandidatur zwischen Ostern und Pfingsten klären, so der CDU-Chef. Ja, und welche großen Reformen Armin Laschet noch anstrebt und wieso Deutschland ein echtes Digitalministerium braucht, das lesen Sie heute im Exklusivinterview mit dem CDU-Vorsitzenden in der Welt am Sonntag.